Ja, und schon wieder werden wir zugeschüttet mit Geld. Geld, 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 haufenweise Geld. Hier ist die nächste Beförderung am Start. Oh, jetzt hatte ich gerade kurz gedacht, es hat sich festgebackt. Aber nein, alles im grünen Bereich. Und es gibt schon wieder Preise. Wie schnell ist denn bitte das Jahr jetzt rumgegangen? So viel vorgespult haben wir doch auch nicht. Oder haben wir? Ich bin mir unsicher. Ich mache einfach mal wieder alle... Wow! Wow! Herzlichen Glückwunsch! Na, wenn ich das mal nicht erfolgreich nenne, dann weiß ich es ja auch nicht. Ja, keine Todesfälle, gut. Ja, ich glaube, den werden wir nie wieder gewinnen. Den haben wir nur am Anfang als Beispiel gewonnen und ich glaube, den werden wir nie wieder gewinnen. Aber, was ist das denn mal für eine reiche, wunderbare Ausbeute? Einmal alles bitte. Sehr, sehr gut. Ja, verdiene 5000 Kudosch. Ja, ist nicht mehr allzu viel übrig, aber naja, was soll's. So ist es halt. Muss man halt auch ausgeben. Geld muss man ausgeben. Alles so. So muss man das tun. Hier, dich behandle, Quatsch. Dich schicken wir mal in Behandlung. Über den Nervenkitzel. Okay. Auch ein neuer Song. Rare. Immer dieses Gebrubbel im Hintergrund. Irgendwelche Kobolde und irgendwelche Monster und irgendwelche Hexen. Aber ich finde es total niedlich, dass hier die ganze Zeit Fledermäuschen rumfliegen. Und dass es jetzt halt dunkel ist. Ist irgendwie ganz cool. Mag ich. Das mag ich. Disco-Fieber. Ja, her damit. Her damit können wir alles hier behandeln. Das können wir alles hier bei uns im Krankenhaus behandeln. In unserer Mini-University. Ach ja. Aber ich muss gestehen, ich freue mich tatsächlich drauf, dann im nächsten Krankenhaus wieder Leute einzustellen, die ein bisschen mehr können. Das ist echt mühselig, hier die ganze Zeit diese... Entschuldigt den Ausdruck, aber diese Kacknoobs einzustellen. Weil die können ja echt nichts. Die können ja echt gar nichts und du musst die halt die ganze Zeit weiterbilden und das ist echt mühselig. Aber gut. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Haben wir hier noch Psychiatriefälle, Alte? Ihr vielleicht hier, oder? Ja, wartet auf Psychiatrie, Diagnose benötigt. Na gut, aber so viele sind es nicht. Weil sind halt schon wieder hier 21 Tage rum. Aber wir haben ja zum Glück hier ein paar mehr Psychiater. So, ich setze den mal nach hinten. Ich mache das doch mal. Ich setze mal die Leute nach hinten, die jetzt hier warten. Einfach, damit die anderen vorkommen. Oder ich setze die vor, ist wahrscheinlich sinnvoller. So, vor. Und du. Vor. Hier sind noch zwei. Zack. An die Spitze. Geangelt. Zack. Du auch. Dann haben wir den hier noch. Und den jungen Mann hier auch noch. Klar, die stechen sich jetzt ein bisschen selber aus, aber dadurch sind die anderen halt wieder hinten dran. Ja. Ja, freie Weiterbildungsplätze. Ich weiß das. Ich arbeite dran. Ich kann ja auch nicht zaubern. Immer diese Pop-Up-Nachrichten, die einen dran erinnern, was man alles noch machen müsste, theoretisch. Ach ja, gute Neuigkeiten. Weiterbildung. Hurra. Ich habe gehört, viele meiner Mitarbeiter haben freie Weiterbildungsplätze. Da wollte ich mich doch mal erkundigen. Assistenzarzt, Ärztin, Arzt, Nachwuchskrankenschwester. Muss ich jetzt halt überlegen, was ich hier vermitteln will. Wie wäre es denn mit Allgemeinmedizin 3? Zack, zack, ich wähle hier einfach random mal zwei aus. Achso, ich muss auch noch einen Kursführer einladen. Ah, ich denke, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Wobei wir eh gleich Abschied nehmen, vorerst. Aber trotzdem. So, zack, Beförderung. Und wir wollen einen neuen Kurs starten. Und zwar, ja, Psychiatrie 3, ja, nicht unbedingt. Motivation, Allgemeinmedizin, Behandlung, Stationsverwaltung. Ich bin mir unschlüssig. Diagnostik wäre vielleicht ganz cool. Nehmen wir hier mal zwei Krankenpfleger und starten einfach mal den Diagnostikkurs. Ob das Sinn macht, wer weiß. Wir werden es rausfinden, aber ja.
Personalherausforderung. Verdiene 200.000. Oh, ob wir das schaffen? Da bin ich mir jetzt auch unschlüssig. Ich glaube nicht. Ich glaube, so viel verdienen wir in letzter Zeit gar nicht, oder? Oh, ich nehme es zurück. Ich habe nichts gesagt. Sieht doch ganz gut aus. Es sieht doch einfach ganz gut aus. Ping, 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 überall. Ching, ching, ching. Vielleicht ist es doch keine so schlaue Idee, so viele Ärzte und Krankenschwestern gleichzeitig oder Krankenpfleger gleichzeitig in die Weiterbildung zu schicken. Hier drüben staut sich ein Mühe, aber das soll uns nicht weiter beirren. Wir schauen einfach ein bisschen der Forschung über die Schulter. Da sollte es ja gleich auch mal zu Potte kommen. Die Flüssigkeitsanalyse. Oh, eine Beförderung. Ja, natürlich. Genehmigen wir natürlich. Ach ja. Ach ja, ach ja. Ein Gerät kann effizienter gemacht werden. Ja. Aber das wird gerade benutzt. Das wird gerade benutzt, falls es keinem aufgefallen ist. Das wird benutzt. Das ist halt auch immer so ein kleines Problem, was ich habe. Ich würde die ganzen Sachen ja gerne upgraden, aber dann kann man sie halt nicht mehr benutzen. Also während das abgegradet wird, kann man es halt nicht benutzen. Und das ist ein bisschen doof. Wisst ihr, wie ich es meine? Mit Sicherheit wisst ihr, wie ich es meine. So. Ach ja. 150 Punkte noch. Dann haben wir tatsächlich den dritten Stern hier auch noch abgecheckt. So, wir haben 5.000 für eine Weiterbildung gekriegt, die noch gar nicht fertig ist. Okay. Von mir aus. Von mir aus, wer bin ich, mich zu beschweren? Jetzt aber. Weiterbildung. Ah, nee, Weiterbildung benötigt. Kriegst du. Aber später. So, 5 von 7 Patienten sind geheilt. Wunderbar. Und die 200.000 in 90 Tagen kriegen wir wohl doch zusammen. Noch eine Gutschrift. Vielen Dank. Die Firma dankt. Noch eine... Ah nee, es war nur eine Info. Ich dachte, da kriegen wir nochmal Geld. So, noch genau 50 Punkte. Naja, fast 50. 70. Noch 70 Punkte, bis wir es geschafft haben. So. Ich gucke mal, können wir hier mal noch einen Kurs starten. Hier, guck mal, Kundenbetreuung. Dann machen wir das doch direkt. Zack. Weiterbildung benötigt. Ja, das kommt später dran. So, wieder ein bisschen Geld gekriegt. Wunderbar. Fehlen noch 13.000. Oben jetzt fehlen. Jetzt fehlen noch. Na, komm. 50 Punkte. Hier können wir auch noch ein Kürsli starten. Ein klitzekleines Kürsli. Nee, die können wir jetzt nicht noch machen. Weiterbildung. Allgemein. Hier Behandlung. Behandlung 3. Das ist doch schön. Zack, zack, zack. Ist das neu, dass das hier oben immer zugeht, wenn man in so einem Menü ist? Finde ich ein bisschen komisch. Mir vorher noch nie aufgefallen. Reicht das hier eigentlich noch? Na, Zabalot, das reicht nicht. Oder doch? Nee, ich habe mich verlesen. Das reicht doch. Guck mal, wir haben auch die Personalherausforderung zu guter Letzt noch gemeistert. Und jetzt 2-1. Da ist es doch. Oh cool, neues Layout. Geschätzter Krankenhausleiter, 3-Sterne-Krankenhaus, Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Wurde aber auch Zeit. Du hast ein erstklassiges Forschungsinstitut etabliert, das für die Universität von unschätzbarem Wert ist. Ich höre, dass Sie sehr dankbar sind und vermutlich sollte ich das auch sein. Tja, Pech gehabt. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Wir kriegen 30.000, wir kriegen 200 Kudosch, wir haben freigeschaltet den Medikamentenmixer 3 und den Server. Hurra. Und es hat ein neues Layout. Habt ihr es gesehen? Es war so grünlich. Okay, was genau können wir jetzt mit dem Server anfangen? Ist der hier fürs Forschungszimmer? Ist der für den Forschungsraum? Käme mir jetzt am sinnvollsten vor. Jawohl, ja. Keine Ahnung, wozu das genau ist, aber es scheint seinen Zweck zu erfüllen. Forschungsassistenz plus 1% Forschungsvermögen. Cool. Oh, Schniege. Naja, warum nicht? Packen wir den mal dahin. Sieht ja ganz schick aus. Ah, hier unten blubbert schon wieder. Erreiche 15 Sterne. Jawohl, ich glaube, wir kriegen gleich wieder so einen Haufen Kudosch. Ja, und wenn ich sage gleich, dann meine ich eigentlich jetzt, weil
das wär's erstmal zur Midden University. Wir haben alle Quests gemacht, wir haben alles geschafft. Und wir begeben uns zur Karte. Ping, ping. Oh, war das ein Geist oder war das Dreck? Wir werden es nie erfahren. Bevor wir jetzt aber hier unten weitergehen nach Flemington, gucken wir natürlich, was wir hier alles gekriegt haben. Wir haben nämlich 5000 Kudosch verdient und dafür kriegen wir 200 weitere Kudosch. Wir haben 3 Sterne in der Midden University, dafür gibt es auch nochmal 200. 15 Sterne, dafür gibt es 500 Kudosch. Heile 1000 Patienten, dafür gibt es nochmal 2000 Kudosch und installiere Upgrades an 25 Maschinen, nochmal 200 Kudosch. Sehr gut. Da haben wir doch unser Kudosch schon fast verdoppelt. Und machen uns jetzt auf nach Flemington, ein Krankenhaus in der wohlhabenden Stadt Flemington. Ich bin mal gespannt, was das jetzt so für Auswirkungen auf uns hat. Krankenhaus Flemington. Willkommen in der wohlhabenden Stadt Flemington, deren Bewohner mehr Geld als Verstand haben. Verzeih mir das Wortspiel, aber ich glaube, hier könnten wir uns gesund stoßen, wenn wir eine Marketinglizenz hätten. Oh, spannend. Wir können mithilfe von Marketingkampagnen unseren Ruf verbessern, mehr Patienten anziehen und bessere Mitarbeiter gewinnen. Ja, keine Kacknoobs mehr. Ich würde vorschlagen, dass wir unsere Forschung und unser Marketing auf ein Krankenhaus konzentrieren, unter der diese Gegend schon längst leidet. Tierische Anziehungskraft. Auf eine Krankheit konzentrieren. Tierische Anziehungskraft? In diesem Teil des Countys ist es sehr kalt. Wir sollten Heizkörper einbauen. Und zuallererst gucken wir uns mal das Krankenhaus an. Guck mal, hier ist es hell jetzt. Interessant. An der Uni war es dunkel, hier ist es jetzt aber hell. Gut, das hier ist unser Hauptgebäude. Und wie ich sehen kann, geht es hier hinten raus. Das heißt, wir können das hier bestimmt kaufen. Jawohl. Können wir das hier alles kaufen? Das da? Das da? Das da? Das? Okay, krass. Wir können das hier echt groß dazu kaufen. Interesting. Aber wir fangen natürlich erstmal hier vorne mit den Basics an. Und wir brauchen eine Marketinglizenz. Und für diese Marketinglizenz brauchen wir Schließe Entwässerungsanlage Forschungsprojekt ab. Okay. Diagnostiziere tierische Anziehungskraft bei einem Patienten. In Ordnung. Dann, ja, neues Krankenhaus, neues Glück. Erinnert mich von der Form tatsächlich, glaube ich, ein bisschen an unser erstes Krankenhaus, oder? Ach, guck mal. Hier ist auch ein Kürbis. Wie süß. Ich finde das niedlich gemacht. Mag das mit den Kürbissen. So. Wir brauchen natürlich ein bisschen Grünzeugs. So. Und so. Und so. Zack. Dann müssen wir jemanden einstellen. Und oh, guck mal hier. Und hier. Oh. That makes me so happy. Oh, das war so ätzend. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier zweifache Kundenbetreuung und Ausdauertraining. Hygienisch spielt beidhändig. Okay, von mir aus. Wunderbar. Dich können wir schon mal gut gebrauchen. Setzen Sie sich mal. Dann brauchen wir natürlich, wie immer, eine Arztpraxis. Zack, zack, 3 auf 3. Hier vorne kommt die Tür hin. So. Zack. Dann wollen wir die Lampe. Ah, die scheiß Lampe passt wieder nicht. Dann setzen wir die Lampe halt hier hin. Wenn sie nicht in die Ecke passt, dann muss sie halt dahin. So, das passt natürlich hier nicht hin. Hier würde es hinpassen. Ah ja, der Heizkörper muss auch noch irgendwo hin. Machen wir sofort. Wir machen erstmal die Kaffeemaschine hier vorne noch dazu. Kaffeemaschine, Teppich, Stuhl. Wäre schön. Mir gerade noch ein, hatten wir nicht diese ganzen komischen Bücherregale freigeschalten? Nee, irgendwie nicht. Müssen wir mal schauen, wo das, in welchem Raum dieses Enzyklopädie-Regal 1, 2, 3, 4, 5 gehört. Ja. So, Zertifikat, Goldsterne. Hm.
kann man das schön durchblitzen lassen durch den Schrank. Wunderhübsch. Aber was wollte ich denn gerade bauen? Ich habe es schon wieder vergessen. Oh, Leute. Leute, ich habe es vergessen. Eine Heizung wollte ich bauen. Jetzt, wo ich sie sehe, weiß ich es wieder. So. Warum kann die da nicht sein? Da kann sie sein. Okay. Und da drüber kann auch noch Deko natürlich. Aber wir können hier ja auch noch ein paar normale Bilder aufhängen. Zum Beispiel ein Anschlagbrett. Aber wir können auch noch ein paar Goldsterne aufhängen. Weil die einfach so viel mehr bringen. So. So. Und hier noch. Und hier daneben noch. Einer noch. Passt er hier hin? Nein, passt er nicht. Nein, tut er nicht. Dann hier. Wunderbar. So. Auch dies fällt natürlich unter die Kategorie nicht schön, aber selten. Aber gut, was will man auch tun? So ist das halt, ne? So. Okay, hallo? Naja, gut, wir stellen schon mal einen Arzt ein, der kein Kacknub ist. Ah! Hier, Garstik ist okay, aber der hat schon mal Diagnostik. Ich werde jetzt erstmal noch keinen Forscher einstellen, das mache ich dann gleich. So, kommt auch jemand vielleicht? Wohl nicht. Dann bauen wir halt direkt die Forschungseinrichtung hier drüben hin. Quatsch, Zimmer. Dann klicke ich immer, wenn ich was bauen, ein Objekt bauen will, klicke ich auf Zimmer. Und wenn ich ein Zimmer bauen will, klicke ich auf Objekt. Hm. Naja, gut. So ist das. Oh, entschuldigt, ich musste ganz kurz niesen. Security alert. Please be alert. Setzen wir das mal hier so hin. Ach genau, den Schreibtisch brauchen wir auch. Warum ist das so umstreulich? Naja gut, dann bauen wir noch ein paar von den Servern. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die erhöhen auch deutlich... Oh, ich habe es laufen lassen, entschuldigt. Deutlich die Prestigestufe. Finde ich auch ganz nett. So, machen das erstmal nur so. Unsere Ärzte haben alle Diagnosemöglichkeiten ausgeschöpft. Wir benötigen etwas Neues. Ja, machen wir sofort. Zimmer... Allgemeine Diagnose. 1, 2, 3. Zack. Dann brauchen wir das Ding. Stellen wir mal hier hin. Das stellen wir mal dahin. So machen wir das. Arzneimittelschrank. Dann badadada. Ach ja. So ist das. Desinfektionsspender. Den brauchen wir auch. Eine Heizung. Die packe ich mal hier drin, drüben hin. Nee, die ist nicht schön. Nein, nein, nein. Die ist nicht schön. So, dann möchte ich die. Ja, und ansonsten, ein paar Pflänzchen, so vielleicht. Und, ja, sowas hatte ich mir überlegt, wäre vielleicht ganz cool. Dann können hier noch ein Stühlchen daneben, so. Und eine Uhr brauchen wir auch noch, die wir gerade hier schon gesetzt haben, fand ich eigentlich doof. Ach ja, und... Ja, ich würde sagen, wir hängen hier nochmal ein bisschen sehr geschmackvolle Deko an die Wand. Weil das, ja, motiviert auch die Krankenpfleger. Das ist auch echt entspannend für die Patienten. Die fühlen sich dann auch viel besser aufgehoben, wenn die hier so in so einem schönen Ambiente behandelt werden. Deswegen, ja, sollte man da auf jeden Fall auch drauf achten. So. Dafür benötigen wir einen Krankenpfleger, den wir auch direkt einstellen. So, hier auch Diagnose. So machen wir das. Und dann machen wir noch was. Wir setzen nämlich mal hier die Bank um. Hier drüben hin. So. Luxusgetränkeautomat. Salziger Snackautomat. Und dann stellen wir auch direkt schon mal einen Hausmeister ein. Ja, wunderbar. So machen wir das nämlich. Doctor to research, please. Ah ja. Ach so, ja. Jetzt habe ich das Forschungsding gebaut und keinen Forscher eingestellt. Dann nehmen wir sie hier mal vielleicht. Oder hier. Unmotiviert. Arbeitet. Ja, billig. Billig ist super. Zack. Dann sofort. Muss ich hier erstmal umstellen, dass sie wirklich nur da arbeitet. Bei ihm erstmal nur da.
bei ihm stelle ich das auch direkt. Ich mache das jetzt direkt. Mal gucken, ob ich da dran festhalten kann, die Leute gleich so einzustellen. Aber ja, was haben wir denn hier? Entwesungsanlage. Entwickeln Sie ein Gerät, um ungewollte tierische Begleiter zu entfernen. Entwesungsanlage. Ja, das machen wir sofort. Aber guck mal, wir brauchen hier nur noch 9 Punkte. Das machen wir mal schnell noch. Und dann entwickeln wir das andere fertig.